unbedingt. Hallo Pferdeleute, ich habe heute mal meine Tochter mit zu den Kunden genommen. Wir probieren jetzt mal alles aus, wo man die Larissa gut gebrauchen kann. Ist halt echt die bessere Reiterin. Ihr seht ja hier Rheinland-Kaderjacke. War sie als Jugendliche und ist da auch deutsche Meisterin mit geworden. Und wir wollen mal gucken, das Pferd ist manchmal ein bisschen zu schnell, ob es vielleicht am Reiter liegen könnte. Lenkung ist auch manchmal etwas zäh und etwas schwierig, ob sie auf Blick und Bauchnabel sich lenken lässt oder ob man viel Bein braucht. Einfach mal so ein bisschen Diagnose. Ich nehme an, dass das eine 8 werden soll, weil sie hat das eine Bein dran und das andere Bein offen. Da kann man auch mal gut sehen, wie man so eine 8 reitet. Möglichst ohne Zügel wollen wir ja. Die Zügel sind zum Stellen oder zum Biegen da. Nur um das Pferd vielleicht um den Rücken zu wölben, aber die sind nicht zum Lenken da. Ihr seht hier, das Bein ist angelegt. Und die 8 im Schritt klappt wahrscheinlich immer, ne? Ja, die im Schritt ist okay. Und vor allen Dingen, wenn man das Bein benutzt, klappt es auch. Also das hat sie verstanden, das weiß ich. Ah. Geht halt auch so um diese Gewichtsverlagerung, wo ich irgendwie, wo sie nicht immer reagiert und ich nicht weiß, ob das so ein bisschen auch ausprobieren, muss ich reagieren oder hat sie es nicht verstanden? Ich habe oft das Gefühl, sie hat es nicht verstanden, aber. Also, Möglichkeit wäre, wenn wir jetzt bei der 8 mal bleiben, du hast halt die Phase 1, Blick, Bauchnabel, und wenn sie darauf nicht reagieren würde, würdest du etwas energischer die Zügelhilfe machen. Oder eben mit dem Stick. Dass man einfach mal die Phase dazwischen auslässt, das lässt die Pferde manchmal so zäh werden. Und dann wissen die, ach ja, das ist Phase 1 und dann kommt Phase 2. Und wenn Phase 3 kommt, kann ich mal langsam bewegen. Das wäre so eine Vermutung. Das hat sie einmal so tack mit dem Zügel gemacht und hat mehr Verantwortung abgegeben. Auch wenn es weniger nett aussieht, ist es fürs Pferd im Endeffekt so, man gibt Verantwortung ab. Und die fühlen sich dann größer, werden selbstbewusster. Ich nehme jetzt an, dass du kein Bein dran hast. Ne? Wir lassen das Bein hier aus. Mal vorübergehend. Aber allein schon mit dem Bein lenken zu können, ist schon nicht verkehrt. Ja, ich weiß. Dann wollen wir dich gerne gleich auch mal im Trab sehen. Also das Tempo finde ich gut. Dann quasi wie so ein Level 2, ne? Wo du die ganze Bahn, wir können dir auch aus dem Weg gehen und aus der ganzen Bahn in die 8 und aus der 8 wieder in die ganze Bahn in die andere Richtung. Ich setze mich mal. Mhm. Du hättest einmal eine ganze Bahn schaffen müssen, ne? Aber egal. Gut, Larissa ist deutsche Meisterin, aber den Level 2 von Parelli, Buch mit 7 Siegeln. Schon so lange her. Ja, genau. Nee, hat sie auch mal irgendwann. Weil sie gerade auch außenrum gerne schnell wird. Deswegen ja. Ist natürlich total interessant. Und jetzt wirklich folge dem Zaun, ne? Nicht folge 7 Meter neben dem Zaun. Das ist meine Tochter, da kann ich ja gemein reden. Ja. Die hat mir auch gerade gesagt, wenn ich mal irgendwie auch mal sauer auf mein Pferd bin, ich soll lieber sie anschreien dann und dann wird sie zurückschreien, die Larissa. Ich glaube, ich glaube, es klappt. Ja, ich glaube, was ich so sehe, bei mir ist sie gar nicht, also hier ist sie auch nicht schnell. Siehst du das? Was ist jetzt? Also ich finde das Tempo, es ist halt ihr Tempo, ne? Ja, ich habe auch manchmal. Kannst du? Sie ist flotter geworden, als sie früher war. Also vielleicht muss ich mich einfach daran gewöhnen, dass sie jetzt. Und dann macht die dich locker. Kannst du sie denn mal versuchen, in einen langsamen Galopp zu kriegen? Für einen langsamen Galopp brauchen die natürlich Kraft. Ja. Und das ist, oh, jetzt wird's doch schnell. Langsam was? Langsamer Trab, nicht Galopp. Ich bin da immer, natürlich kein Wunder, dass sie dann schnell wird. Ne, also die Larissa macht das dann bei ihren Pferden, dass sie einfach langsamer mitschwingt. Da ist sie jetzt halt in den Schritt gegangen. Aber an sich spricht sie drauf an. Sie ist halt auch viel lockerer im Becken. Ich glaube, das ist auch schon, warum sie sich locker machen kann. Ich glaube, also ist so mein Gefühl, Larissa denkt gar nicht so viel drüber nach, wie schnell sie geht, sondern sie schwingt halt mit, wie sie geht, weil sie wird in den Ecken auch schneller, nur kurz. Ja. Und viel mehr macht sie bei mir auch nicht. Ich könnte mir nur vorstellen, dass ich dann vielleicht auch mich festmache und vielleicht auch zu viel das ändern möchte einfach. Das kann gut sein. Da habe ich im Auto gerade auch drüber geredet, dass wir gedacht haben, für dich wäre es gut, die Dinge zu nehmen, wie sie sind, und dann werden sie besser. Wäre so unsere Idee.
Aber jetzt ist sie gut durch die Ecke gekommen, finde ich. Deswegen könntest du überlegen, ob du aufhörst. Ich verabschiede mich jetzt einfach, okay, Larissa? Redet auch nicht mit jedem. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.